Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute wollen wir mal wieder ein neues Sammelhäuschen uns bauen. Und zwar bauen wir das Haus von Charlie Brown. Snoopy ist natürlich auch noch mit dabei. Der darf natürlich da nicht fehlen. Ja, und wie wir uns dieses schöne Häuschen von Charlie Brown in unsere Nachbarschaft wieder bauen können, zeige ich dir. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Heute für die Folge holen wir uns ganz einfach mal ein bisschen hellblauen Beton raus. Türkiser Zement begleitet uns. Glatte Steinstufen, glatte Quarzstufen, Würstufen sind dabei. Steinziegelstufen, also jede Menge Stufen. Dann holen wir uns davon nochmal die Treppe raus. Bitte nochmal davon die Steintreppe und passen dazu natürlich die Stufe. Wir legen erstmal los mit dem Grundriss vom Häuschen. Das heißt, wir nehmen unseren hellblauen Beton einmal zur Hand. Und ich fange jetzt einfach auf der Seite an und ziehe mir jetzt hier eine Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Geh nochmal zwei weitere nach vorne und bieg wieder zur Seite ab. So, ich setze mir erstmal einen Block hin, lasse mit zwei Blöcke Platz, obwohl hier könnten wir gleich mal zwei Stufen hinsetzen für unsere Tür später. Dann geht es weiter mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal wieder blauen Zement. Dann gehen wir einmal nach hinten weg und ziehen hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 11 Blöcke, das heißt, wir haben auch eine schöne Mitte. So, jetzt können wir auf der Rückseite, müssen wir nicht zählen. Wir ziehen jetzt hier einfach mal gerade weg wieder zur anderen Seite, so lange bis wir hier vorne wieder einmal anstoßen und verbinden natürlich nur noch diese Seite. Jetzt können wir das Ganze auf eine Höhe ziehen von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, also insgesamt 5 Blöcke, ne? Die untere Schicht zählen wir schon mal mit. Auf der Vorderseite bleiben wir auch erstmal. Wir können einmal bei unserer Tür hier vorne, die wir freigelassen haben, ein paar Quarzstufen oben hinsetzen und dann ziehe ich mir gleich die Tür einmal rein, schön mit meinem türkisen Zement hier einmal. Jetzt nehme ich mir meine Würstufen, setze mir auf der Vorderseite hier auf dieser Reihe einfach mal eine Stufenreihe hin. Nehme wieder meinen blauen Beton, setze mir hier eine weitere Reihe rauf, lasse an der Seite dann zwei Blöcke Platz, ziehe hier wieder eine Reihe lang. Und dann lasse ich mir oben, würde ich mal sagen, nochmal zwei Blöcke an der Seite lang, also Platz, und setze mir hier oben dann einfach nochmal vier Blöcke rauf. So, und wenn wir das haben, fliegen wir jetzt einmal auf die Seite. Hier wollen wir natürlich das auch einmal vorformen für unser Dach. Jetzt ziehe ich mir hier erstmal komplett eine weitere Reihe rauf. Dann lasse ich an der Seite einen Block Platz, nächste Reihe, gleich spielen noch einmal und dann setzen wir auf unserer Fünferreihe oben nur noch in der Mitte einen weiteren Block hin. So, auf der anderen Seite gleiches Spiel. Wir gucken natürlich so, dass wir das separat auf der anderen Seite gleich bauen. Das heißt, wir haben hier nach vorne zwei Blöcke Platz. Dann können wir hier erstmal das einmal vorziehen, so wie wir das auf der anderen Seite haben. Kann man immer gerne nochmal rüberschauen. So. Dann können wir jetzt hier vorne diese zwei Blöcke einmal zuziehen, wenn man möchte. Den Rest lasst ihr einfach so, wie er ist. Bevor wir unser Dach einmal raufsetzen, möchte ich mit euch jetzt die ganzen Fenster einmal fertig bauen. Die sind an sich, sag ich mal, immer fast gleich aufgebaut. Fangen wir auf der Vorderseite einmal an. Und zwar habe ich mir hier gedacht, mache ich mir hier mal, würde ich mal sagen, eine Länge von 5 Blöcke hier einmal frei. Und setze mir jetzt an den Seiten von meinem Fenster immer meine türkisen Zementblöcke einmal hin. Und dann in der Mitte setze ich mir einfach meine Quarzstufen unten wie oben einmal hin. Und das ist immer so der Aufbau von den Fenstern. So, das mache ich natürlich auch hier nochmal. Hier würde ich mal sagen, mache ich mir eine Breite von 4 Blöcke einmal hin. Und setze mir auch wieder hier erstmal den Beton an den Seiten hin. Und die Stufen dann einfach in der Mitte. So. Auf der Vorderseite befindet sich ganz oben nochmal ein kleines Fenster. Hier würde ich natürlich auf den Beton verzichten und einfach nur die Stufen nehmen. So, jetzt kommen wir natürlich gleich zu den Seiten. Bei Charlie Browns Haus sind die Seiten, sag ich mal, für jeden individuell gestaltbar. Ne? Also ihr könnt, sag ich mal, euch ein Fenster hinbauen, ihr könnt euch zwei Fenster hinbauen. Das ist ganz euch überlassen. Ich würde jetzt hier mich einfach auch mal austoben. Ich sag mal, jetzt setze ich mir hier mal ein bisschen größeres Fenster hin. Das mache ich mal auf eine Vierer Breite. So, die Stufen setze ich mir auch wieder hin. Und dann mache ich mir noch mal ein kleines Fenster hier vorne einfach mal hin auf eine Dreierbreite. Natürlich, wenn wir jetzt den Beton wieder an den Seiten hinsetzen, verkleinert sich das denn auf eine Breite. Ne? Darüber würde ich noch mal ein kleines Fenster einfach mal machen. Einfach hier mal so hingesetzt und fertig. So, Rückseite genauso wie die Seite, wie ich gerade eben sagte. Ihr könnt euch hier die Fenster separat platzieren, wie ihr möchtet. Auf der Rückseite finde ich aber, sollten wir so um die zwei Fenster uns platzieren als Deko. So sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Und dann bleibt natürlich nur eine Seite übrig. Wir können ganz oben, würde ich mal sagen, nochmal das kleine Fenster einmal machen. Und hier unten auf der Seite, da mache ich mir jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, von der Breite von 4 hier nochmal ein Fenster hin. Obwohl, wir könnten jetzt eigentlich auch schön in der Mitte einmal hinsetzen. Also ich lasse mir hier drei Blöcke. Oder hier zwei. Na, muss ich mal schauen. Ich mache mal einfach hier, was machen wir hier am besten hin?
Ich nehme mal hier eine Breite von 5 Blöcke und dann platziere ich mir das hier einfach mal rein. Ja, so ein schönes großes Fenster kann man ruhig auf der Seite machen. Na gut, Freunde, dann wollen wir jetzt natürlich jetzt bei unseren Häuschen das Dach aufsetzen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal, würde ich mal sagen, die Steintreppen und Stufen. Wir fangen hier vorne gleich einmal an. Und zwar ziehe ich mir jetzt hier einfach meine Steintreppen so lang. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, das Dach wollen wir natürlich auch hier nach vorne so verbinden lassen. Da kann man jetzt zwei Art machen. Man könnte, sage ich mal, jetzt erstmal eine Variante erstmal durchziehen. Das heißt, wir benutzen erstmal komplett unsere Treppen. Da müsst ihr jetzt natürlich hier ein bisschen gucken. Ich sag mal, wenn wir jetzt natürlich hier vorne, wenn wir diese zwei Flächen haben, ist natürlich logisch, dass wir die Treppe immer beim Übergang hinsetzen. Und da, wo es natürlich glatt ist, kommen dann einfach unsere Stufen zum Einsatz. Wir sind natürlich wieder so clever und lassen das Dach natürlich gleich einmal überstehen, damit wir uns das im Nachhinein nicht noch einmal, ja, einmal rumfliegen müssen und das überall noch einmal davor ziehen, ne? Die vordere Seite hier, wo wir, sage ich mal, nicht wirklich eine Spitze haben, da macht ihr einfach zwei Treppen hin, die einfach Rücken an Rücken angelehnt sind. Und der Rest ist eigentlich sehr übersichtlich, wie man sich halt das Dach hier einfach zuzieht. Die Rückseite komplett, ne, da müsst ihr es einfach nur als von einer Seite zur anderen Seite ziehen. Wo man vielleicht ein bisschen überlegen müsste, wäre auf der Vorderseite auf der rechten Seite, und zwar hier dieser Übergang. Sag mal, wenn ihr euch das natürlich so nach vorne zieht, ihr habt dann immer, sag ich mal, hier, ja, die Stelle, die halt, sag ich mal, ein bisschen verdeckt werden muss. Ihr könnt das auf zwei Arten lösen. Entweder ihr lasst euch hier so die Treppe anecken, was ich nicht gerade, ja, unbedingt haben möchte, obwohl man könnte es auch lassen. Naja, muss jeder für sich entscheiden, wie er es, sag ich mal, hier sich machen möchte, weil wir wollen ja sowieso nochmal das Dach von unten ein bisschen bearbeiten. Aber bevor wir dazu kommen, setze ich mir erstmal nochmal meine ganzen Treppen und Stufen auf der anderen Seite einmal lang. So, ich ziehe mir natürlich jetzt hier nochmal die letzte Strebe ganz oben in der Mitte einmal hin und dann ist mein Dach oben drauf soweit platziert. Sieht natürlich noch ein bisschen, ja, billig aus, so wie wir das jetzt haben. Das wollen wir natürlich jetzt ändern, indem wir jetzt unsere Steinziegeltreppen einmal nehmen. Und ihr kennt das ja bei mir, hier werden wir jetzt einmal komplett wieder drunter, wo es glatt ist, die Stufen hinsetzen und natürlich, wo es höher geht, dann einfach die Treppen wieder einmal hin, ne? Das ziehen wir jetzt hier auf, wieder beim Häuschen einmal komplett hier einmal so lang, soweit es halt geht. Und dann kommen wir wieder vorne auf die rechte Seite und dann, wo ihr euch jetzt überlegen solltet, wie solltet ihr euch jetzt anecken. Wenn wir natürlich hier so eine Treppe unterbasteln, könnte man auch sagen, ja, muss man halt schauen, was einem so besser gefällt, ne? Aber ich glaube, so angeeckt, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Das kann man ruhig so lassen. So, ich bin soweit fertig mit meinen Stufen, die ich mir jetzt unterplatziert habe. Das heißt jetzt, wir brauchen wieder neues Blockmaterial, um natürlich das Häuschen weiterzubauen. Um natürlich weiterzubauen, holen wir uns jetzt polierte Schwarzsteinmauern einmal raus. Dazu bitte die passenden Knöpfe. Denn Roheisenblock, ich finde den von der Textur gar nicht mal so verkehrt, der passt ganz gut rein. Dann holen wir uns nochmal die glatten Steinstufen einmal raus, die wir ja gerade schon hatten. Für die Glasfarbe für unser Haus, ich empfehle wie immer türkises Glas. Wer das Häuschen natürlich nicht einrichten möchte, weil es ja ein Sammelhäuschen ist, nimmt vielleicht noch ein bisschen Schwarzbeton, um sich die Fenster dann am Ende zu verkleiden. Dann holen wir uns einmal einen Barriereblock raus. Müsst ihr schauen, ob ihr den verwenden wollt oder nicht. Ist immerhin Geschmackssache, weil den brauchen wir für unsere Laterne. Und, naja, der Hebel nicht unbedingt, aber der gehört einfach dazu. Ja, und dann kommen wir auch gleich einmal dazu, das zu verbauen. Und zwar hängt vorne bei Charlie Browns Häuschen eine Laterne. Und zwar einfach mit dem unsichtbaren Block können wir die natürlich dann so in der Luft platzieren. Dann haben wir vorne die Laterne uns gebastelt. So, dann haben wir das schon mal weg. Als nächstes würde ich sagen, machen wir ein bisschen Massenarbeit. Das heißt, wir fliegen in unser Häuschen rein, platzieren überall unsere Glasblöcke. Und wer natürlich jetzt noch Lust hat, darf natürlich die ehrenvolle Aufgabe noch haben, die ganzen Fenster zu verkleiden, sodass man nicht reinschauen kann. Ich sag euch, das sieht immer besser aus, als wenn ihr euch das immer komplett offen lässt, ne? Ich brauche es zum Glück jetzt nicht nochmal machen, aber wie gesagt, ihr solltet euch das ruhig verkleiden, wenn ihr es halt nicht nutzt. Naja, wir fliegen denn sowieso erstmal aufs Dach, wenn wir mit den Fenstern fertig sind. Und zwar möchte ich mir gerne oben, müsst ihr mal so gucken, wo ich das so platzieren wollte. Aber hier oben setze ich mir jetzt nochmal einen kleinen Schornstein rein. Einfach mal mit unseren Schwarzsteinmauern. Darauf setze ich einfach nochmal einen Knopf hin. Es fällt nicht wirklich auf, dass da ein Knopf drauf ist, aber ich finde das immer schöner, wenn man da noch mal sowas drauf macht, weil dann ist der Schornstein vielleicht noch ein bisschen so, weiß ich nicht, ein bisschen besser dekoriert. Naja, bei Charlie Browns gibt es natürlich auch nochmal einen dickeren Schornstein auf der anderen Seite. Den setzen wir auch nochmal hier hin. Ich würde sagen, zwei Blockreihen reichen da völlig aus. Steinstufen rauf, fertig ist er. So, ich hole nochmal ein bisschen Blockmaterial raus. Die Kiste ist damit leer, das heißt, wir sind dann hiermit auch bald durch.
Nicht wirklich viel, dass ich das jetzt aufzählen muss. Ich habe mir nochmal einen anderen Knopf rausgeholt, um mir den Türknopf bei der Tür zu platzieren. Denn ihr seht es schon, steinzige Mauern und ein Trichter ist dabei. Was werden wir wohl damit machen? Natürlich wieder ein Regenrohr. Weil ich das, sage ich mal, bei Charlie Brown haben die auch Regenrohre und die können wir natürlich hier auch wieder super bei unserem Dach einmal platzieren. Vorderseite wie Rückseite. Rückseite müsst ihr schauen, wie ihr euch natürlich die Fenster verteilt habt. Dann könnt ihr auch hier nochmal, zack, ein weiteres Regenrohr hier platzieren. Tja, dann habe ich noch ein paar Fichten, Nadeln und Löwenzahn rausgeholt, denn bei Charlie Browns Häuschen sind noch ringsrum überall so ein paar Büsche platziert. Vielleicht kann man auch noch ein paar Blümchen sich platzieren, wenn man möchte. Also da darf man gerne wieder ein bisschen sich austoben. Übertreibt da nicht allzu doll. Macht euch hier einfach nur so ein bisschen was hin. Das reicht da schon völlig aus. Tja, und dann haben wir Charlie Browns Häuschen auch fertig. Tja, so schnell kann das gehen. Ich fliege natürlich noch mal einmal zum Originalhäuschen, wo ich mir natürlich die Fenster auch noch mal verkleidet habe. Und das mache ich ja immer bei meinen Deko-Häuschen. Ihr seht es ja, sieht einfach immer schicker aus zum Sammeln. So, wir haben hinten drauf natürlich auf dem Gehöft noch Snoopys Hundehütte, wo er natürlich wieder drauf sitzt oder drauf schläft, wie er es halt immer gerne haben möchte. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Charlie Brown und Snoopy sind jetzt unsere neuen Nachbarn hier. Mal schauen, wer als nächstes hier in unsere Ecke zieht. Aber wenn dir das natürlich hier gefallen hat und du mehr sehen willst, dann schau mal einfach in die Infobox. Da habe ich noch ein bisschen was zusammengestellt. Oder abonniere den Kanal. Dann verpasst du in Zukunft gar kein Video mehr. Tja, dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut rein und ciao.